Hallo und herzlich willkommen bei Rat ist gefragt. Ich bin Christian von der Dive Company und heute möchte ich euch erklären, wie ihr Wasser, das sich nach einem Tauchgang in eurer Klavierreste jetzt nun befindet, wieder leicht rausbekommt. Wichtig dabei ist, eine Tarierweste vollständig aufzublasen. Warum? Das werde ich euch jetzt gleich einmal hier im Detail zeigen. Bläst man seine Weste nicht vollständig auf, so sieht das dann so wie hier aus. Wir haben faktisch einen Ballon, der sich wellig hier formt. Wasser bleibt zwischen den einzelnen Etappen stehen und kann später beim Versuch, es abfließen zu lassen, gar nicht schwer über die Hindernisse hinweg fließen, um aus dem Jacket rausgeführt zu werden. Gehen wir dabei aber richtig vor und blasen unsere Tarierweste hier vollständig auf, so sehen wir schon das Ergebnis. Das Ergebnis zeigt klar, wir haben einen runden, schönen Ballon. Das Wasser kann sich an der tiefsten Stelle in diesem Fall sammeln, um in weiterer Folge abgeführt werden zu können. Dabei soll und muss darauf geachtet werden, dass beim weiteren Schritt der Inflator, wo das Wasser abfließen muss, auch die tiefste Stelle darstellt. Ist das nicht der Fall, so sehen wir hier anhand dieser Darstellung schön, dass zwar ein Teil des Wassers abfließen wird, aber ein Teil des Wassers zurückbleibt, weil der Inflator nicht die tiefste Stelle darstellt. Anhand der letzten Darstellung erkennen wir schön, was nämlich dann hier genau passieren wird, wenn wir darauf achten, dass der Inflatorschlauch von unserer Tarierweste die tiefste Stelle darstellt. Nachdem die Weste vollständig aufgeblasen wurde, wir etwas zugewartet haben, dass sich das Wasser unten sammeln kann, drücken wir den Auslassknopf von unserer Tarierweste, sprich von unserem Inflatorschlauch, jenen Knopf, wo wir mit dem Mund die Luft hineinlassen würden, öffnen dabei das Ventil und das Wasser kann vollständig, wie bei einem Waschbecken, über den Abfluss durch den Siphon, in dem Fall abrinnen. Und das ist das Entscheidende dabei. Jetzt, wo wir gelernt haben, warum es so wichtig ist, dass eine Weste vollständig aufgeblasen ist, wollen wir das jetzt in der Praxis einmal auch euch zeigen. Erster Schritt, also Weste aufblasen. Dazu drücken wir den Luftauslassknopf und pusten fest mit dem Mund die Luft in die Weste hinein, bis diese vollständig und gut aufgeblasen ist. Als nächstes wenden wir die Weste und stellen sie sozusagen auf den Kopf. Ideal ist es dann zusätzlich auch den Klettverschluss hier zu öffnen, um dafür zu sorgen, dass der Inflatorschlauch dann tatsächlich die tiefste Stelle darstellt. Geht her und greift mit eurem Arm durch die Schulterbebänderung durch, so könnt ihr die Weste hier, ihr seht, ich halte sie hier ganz gut fest, mit einer Hand halten. Entscheidend ist, Geduld zu haben, etwas zu warten, dafür sorgen, dass der Punkt, wo der Inflator angeschraubt ist, die tiefste Stelle darstellt. Bitte nicht so. Wo wird das Wasser sein? Auf dieser Seite. Also wirklich dafür sorgen, dass die Weste hier die tiefste Stelle darstellt. In unserem Fall brauchen wir jetzt mal einen kleinen Auffangbehälter, um das Wasser, das sich in der Weste befindet, aufzufangen. Normalerweise kann ich das ein paar Schritte weg von meinem Tauchplatz gehen, dort in der Natur schon auch entleeren oder beim Boot über die Bordkante. Ich halte die Weste nach wie vor und weiterhin so, dass der Inflatorschlauch dort, wo er angeschraubt ist, die tiefste Stelle darstellt. Und nun brauche ich nur den Auslassknopf wiederum drücken, um das Wasser hier rauszubekommen. Und wir sehen, wie wunderbar der letzte Tropfen hier rauskommt. Wir wünschen euch weiterhin schöne Tauchgänge, immer gut Luft und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wiederum dabei seid. Dankeschön, ciao und bis demnächst.